Es ist aber in der Zeitung so, dass wir keine Tatsachenbehauptungen aufstellen oder wenn dann äußerst selten, sondern wieder Fragen stellen und der Leser kann sich sein eigenes Bild machen. Aber ich persönlich habe eben die Schlussfolgerung gezogen, dass Impfungen wenig zu tun haben mit dem Rückgang der Infektionskrankheiten und es dafür andere Einflussfaktoren gibt und deswegen auch die Bezeichnung Pseudowissenschaft. Was ich damit genau meine, ist, es gibt wirklich echte Wissenschaften, das wissen wir alle, also die Wissenschaften, die uns wirklich rausgezogen haben, die letzten 200 Jahre, aus dem Elend des Mittelalters, Sachen wie Strom, Computer, Autos, Flugzeuge, Hygiene, eben auch teilweise im medizinischen Bereich gab es natürlich Neuerungen, die dazu geführt haben, dass eben unsere Lebenserwartung stark gestiegen ist. Ich lehne also nicht allgemein die Medizin ab oder die moderne Medizin, aber es gibt eben Bereiche, die sind korrupt und die müssen hinterfragt werden. Und so wie zum Beispiel die NASA im Strom echter Ingenieurskunst mitschwimmt und sich quasi parasitär vom guten Ruf, den die Wissenschaften ja wirklich auch zu Recht genießen, ernährt, so ist es bei Impfen der Strom oder ja, ist das Impfen die Trittbrettfahrerin der Medizin, der echten Medizin, die den Leuten wirklich hilft. Und ihr seht hier das Coverbild. Wir sehen eben auch die Maserntoten gehen zurück. Und das sind wahrscheinlich, um das schon vorwegzunehmen, die wahren Gründe für den Rückgang der Infektionskrankheiten, nämlich Hygiene, Ernährung und Wohnstandard, einfach der zivilisatorische Fortschritt. Und wir haben hier die Trittbrettfahrerin der Pharmaindustrie, die behauptet, das wäre auf sie zurückzuführen und deshalb sagt sie, die Lok bin ich. Und noch viel mehr als bei der Raumfahrt informiert uns hier beim Impfen eine ganze Armee von sogenannten Impfexperten, dass wir die Beurteilung von Wirksamkeit, Sicherheit und Notwendigkeit getrost ihnen überlassen dürfen. Das heißt, wir sollen aufhören zu denken, weil wir sind ja nur unwissende Laien und sie sind die Experten und sie haben alle Vor- und Nachteile bereits für uns abgewogen. Ein Alarmsignal ist es natürlich immer, wenn sich die gesamte Politik hinter eine wissenschaftliche Idee stellt und diese Wissenschaftler und Experten schützt und sogar teilweise mit Gewalt oder Drohung gegen Kritiker von ihnen verteidigt. Und wenn diese Wissenschaftler eben sehr dogmatisch vorgehen und Kritik nicht wirklich annehmen, sondern immer mit der Diffamierungskeule totschlagen. Und so ist das auch beim Impfen, denn jeder, der sich als Nicht-Experte dort Fragen stellt über den Sinn oder Unsinn des Impfens, wird einen riesigen Gegenwind bekommen. Dabei treffen wir auf dem freien Markt ständig Entscheidungen, ohne für ein bestimmtes Thema Experte zu sein, zum Beispiel wenn wir ein Auto kaufen. Dann formulieren wir einfach unsere Interessen und suchen uns ein entsprechendes Auto aus, das unsere Wünsche am besten erfüllt. Und wenn wir eine fünfköpfige Familie haben, dann kaufen wir keinen Sportwagen, sondern eben einen Kombi oder einen Van, damit wir ja unsere Familienmitglieder transportieren können. Aber wenn dann ein Experte käme und sagen würde, sie müssen sich unbedingt diesen Porsche kaufen, würde man nur mit dem Kopf schütteln und sagen, was soll das jetzt? Wir sind eine fünfköpfige Familie. Es gibt nichts Unsinnigeres, als einen Porsche jetzt zu kaufen. Und so muss man auch beim Impfen denken. Man muss einfach auf die Fakten schauen und sich dann seine eigene Meinung machen und sich dann die Frage stellen, lohnt es sich wirklich, meine Kinder zu impfen oder nicht? Also hier steht, müssen Sie Kfz-Mechaniker gelernt haben, um beurteilen zu können, was für ein Auto Sie als Familie benötigen? Oder müssen Sie zuerst eine Schreinerlehre machen, um beurteilen zu können, welche Eigenschaften Sie von Ihrer neuen Küche erwarten? Müssen Sie Maurer, Bauingenieur oder Architekt gelernt haben, um zu wissen, wie Ihr neues Haus aussehen soll? Sicherlich nicht. Ständig treffen wir Entscheidungen in unserem Leben, auch solche mit enormer Tragweite, indem wir A. eben nicht blind den Versprechungen von Personen vertrauen, die direkt oder indirekt von unserer Entscheidung profitieren, zum Beispiel dieser Autohändler. B. uns eben nicht zuerst eine Expertise in den Fachgebieten aneignen, weil das wäre viel zu viel Arbeit, die mit unserer Entscheidung zu tun hat, sondern unsere Bedürfnisse klar definieren, Entscheidungskriterien festlegen, unabhängige Fachkundige, denen wir vertrauen, zum Beispiel Freunde, Nachbarn, Kollegen und eben unabhängige Experten um Rat fragen, unserem eigenen gesunden Menschenverstand vertrauen und schließlich nach Abwägung aller Für und Wider die für uns in diesem Moment richtige Entscheidung treffen. Also wenn ihr den bisherigen Informationen zu Impfungen
gerade aus Richtung der Pharmaindustrie und der Ärztebranche, vertraut habt, dann guckt euch mal die Informationen an, die ich euch jetzt zeige, und macht mit euch selbst aus, ob ihr diesen zusammengetragenen Informationen glaubt, ob ihr meint, dass sie der Wahrheit entsprechen oder nicht. Wir haben sie nach unserem besten Wissen und Gewissen zusammengestellt, aber auch wir sind nicht allwissend, das heißt, kritische Kommentare und Kritik allgemein ist erwünscht. Und deshalb könnt ihr gerne die Informationen aus dieser Zeitung, die ich euch jetzt präsentieren werde, überprüfen nach ihrer Korrektheit und Plausibilität und gerne auch Kritik äußern. Ja, auf den ersten zwei Seiten erläutern wir dann die offizielle Version zur Impfung, also das, was uns schon seit Jahrzehnten von der Pharmaindustrie, von der Schulmedizin und auch von den Bildungseinrichtungen sowie auch den Medien vermittelt wird und das, was auch die meisten glauben. Und wir erklären das hier wirklich so, dass es auch ein Kleinkind verstehen könnte. Die Mediziner glauben, dass Krankheiten durch Erreger ausgelöst werden, die in den Körper kommen. Die werden dann bei einem echten Erreger in der Natur meistens durch die Schleimhäute in den Körper aufgenommen. Aber beim Impfen ist es so, dass man die Erreger den Leuten spritzt. Und das soll dann zu folgender Reaktion führen, nämlich der Körper aktiviert dann Abwehrkräfte gegen die Erreger, die die Krankheit auslösen. Und ja, dann werden sogenannte Antikörper produziert, die den Erreger zerstören. In diesem Fall vom Impfen ist es aber ein abgeschwächter Erreger. Das heißt, die Leute werden nach dem Impfen nicht krank, wie wenn sie den Erreger abkriegen in der Natur. Denn bestimmte Teile des Erregers wurden einfach ja quasi zerstört oder kaputt gemacht mit bestimmten chemischen Methoden, sodass der Erreger nicht mehr krank macht. Trotzdem, laut der offiziellen Version, entstehen Antikörper, werden Antikörper gebildet, die dann beim nächsten Mal, wenn der Erreger in den Körper kommt, wieder aktiviert werden und die Krankheit so verhindert wird. Ja, der Körper bildet dann sogenannte Gedächtniszellen laut offizieller Version. Und sobald dann der echte Erreger in der Natur in den Körper eindringt oder in den Körper kommt, dann produzieren diese Gedächtniszellen wieder Antikörper. Und so können die Menschen, nachdem sie geimpft worden sind, nicht mehr krank werden, weil viel schneller Antikörper produziert werden und die Erreger vernichtet werden. Und eigentlich ist es ja auch ähnlich wie bei der Mondlandung, denn jetzt wird der Kreis von Experten, die über solche Sachen Bescheid wissen, wirklich wieder sehr klein, also die über das Immunsystem und um Zellreaktionen und Antikörper Bescheid wissen. Da kann der Laie natürlich nicht mitreden und deswegen klingt das auch für den Laien alles ganz gut. Okay, hier kommen also Erreger in den Körper und dann werden Antikörper gebildet und die zerstören dann die Erreger und dann ist man wieder gesund. Das klingt in der Theorie alles wunderbar und der Laie denkt sich, was soll ich da mitreden? Die Experten haben das rausgefunden, dann wird es wohl so stimmen. Und das scheint auch das System dahinter zu sein, sich nämlich hinter einer so komplexen Theorie zu verstecken, dass der Normalo sich ausklingt, weil er sich denkt, da kann er eh nicht mitsprechen. Dabei gibt es Fakten, ganz unabhängig von dieser Theorie, die sehr wohl gegen die Wirksamkeit und die Notwendigkeit und auch die Sicherheit des Impfens sprechen, die jeder Normalo nachvollziehen kann, nur das wird unter den Teppich gekehrt. Und jemand, der sich über den Nutzen oder den Nicht-Nutzen des Impfens informieren will, weil er sich dafür entscheiden will oder eben nicht dafür entscheiden will, der braucht diese ganzen Informationen auf der chemischen Ebene nicht. Genauso wie ein Autokäufer nicht die Information braucht, wie denn jetzt der Motor des Autos funktioniert. Es geht viel einfacher, denn um eine Impfentscheidung zu treffen, müssen wir auf drei Kriterien schauen. Das ist die Wirksamkeit, die Sicherheit und die Notwendigkeit. Und dann einfach nach Beweisen suchen dafür, die uns diese drei Stuhlbeine bestätigen. Und es ist so, dass wir hier quasi oben eine Art, ja, Scheibe haben, eine Holzscheibe, die auf diesen drei Stuhlbeinen steht. Und ihr könnt es euch selber vorstellen, wenn man nur eines dieser Beine wegzieht, dann fällt der Stuhl in sich zusammen. Ein Stuhl braucht eben mindestens drei Beine. Das heißt im übertragenen Sinne, die Entscheidung für eine Impfung muss auf drei Kriterien aufbauen, die alle gegeben sein müssen. Wenn nur eines dieser Kriterien nicht zutrifft, gibt es keinen Grund, einer Impfung zuzustimmen. Das heißt, wir widmen uns jetzt erstmal dem Kriterium der Wirksamkeit und schon wenn dieses Kriterium nicht zutrifft, wenn es keinen Beweis dafür gibt, dass eine Impfung wirksam ist, dann fällt der Stuhl in sich zusammen. Und obwohl man theoretisch aufhören könnte, wenn der Stuhl schon umgefallen ist, nachdem das Bein Wirksamkeit weggeknickt ist, gucken wir uns trotzdem die anderen zwei Beine noch an.
Denn es ist so, wenn jemand wirklich für das Impfen argumentieren will, dann muss er wirklich alle drei Beine beweisen. Und es reicht schon, wenn er ein Bein nicht beweisen kann, dann fällt die Impfentscheidung schon um. Das heißt, man sollte sich nicht impfen lassen. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf das erste Bein, das ist die Wirksamkeit. Also um diese drei Stuhlbeine nochmal zu erläutern und dieses erste Stuhlbein der Wirksamkeit zu untersuchen, machen wir einen sehr langen Satz, der aus drei Teilen besteht und der voraussetzt, dass zwei Stuhlbeine stabil stehen und dann müssen wir die Wirksamkeit überprüfen und wenn dieses Stuhlbein fällt, müsste man die anderen zwei Stuhlbeine eigentlich nicht mehr überprüfen, wir machen es aber trotzdem. Also der erste Teil des Satzes ist, wenn die Krankheit aufgrund ihrer Häufigkeit und ihres schweren Verlaufs eine relevante Bedrohung darstellt, die eine Gegenmaßnahme rechtfertigt, also die Notwendigkeit. Zweiter Teil, und das Risiko von Nebenwirkungen deutlich geringer ist als die erhoffte Wirksamkeit der Impfung, also die Sicherheit. Drittens, dann muss diese Wirksamkeit auch nachgewiesen werden. Und das schauen wir uns jetzt an. Gibt es einen Nachweis der Wirksamkeit von Impfungen? Und da merkt man schon, dass diese biomolekulare Erklärung von Antigenen, Antikörpern, Erregern eigentlich nur ablenkt von den offensichtlichen Tatsachen, die geprüft sein müssen, um ein Medikament anzuwenden. Und dafür muss natürlich als erstes die Wirksamkeit geprüft sein. Und die lässt sich auch relativ einfach nachprüfen, ohne dafür jetzt einen großen Hintergrund zu haben in Chemie oder ja, Biologie. Denn man muss eigentlich nur zwei unterschiedliche Gruppen auswerten. Die eine Gruppe wird geimpft und die andere nicht. Und dann kann man gucken, welcher Gruppe es besser geht, welche Gruppe gesünder ist, welche Gruppe die Krankheiten bekommt und welche nicht. Will man den gesundheitlichen Vorteil bewerten, den Geimpfte gegenüber Ungeimpften haben, muss man Geimpfte mit Ungeimpften vergleichen. Diese Logik wäre eigentlich sogar für ein Kleinkind nachvollziehbar. Aber in der Realität ist es so. Vergleichende Studien zwischen Geimpften und Placebo-Geimpften sind sowohl in Deutschland als auch international die absolute Ausnahme. Dies sei so die Auskunft der Zulassungsbehörde Paul-Ehrlich-Institut ethisch nicht vertretbar, denn man müsse ja dann ja bewusst einen Teil der Testpersonen einen Impfschutz vorenthalten. Stattdessen wird vor und nach der experimentellen Impfung der Antikörpertiter im Blut gemessen. Ist dieser in einem als ausreichend angesehenen Maße angestiegen, gehen die Impfexperten von einer Wirksamkeit aus. Also das hier ist schon der erste Oberhammer. Anstatt einfach die Gesundheit von Probanden auszuwerten und diese zu vergleichen, findet das nicht statt, obwohl das einfach die Basics sind für den Nachweis der Wirksamkeit eines Medikaments. Stattdessen macht man es auch wie bei dieser offiziellen Erklärung. Man sucht nach einem Wert im Blut, den nur Experten ermitteln können mit ihren Geräten und Mikroskopen und impft dann die Leute. Und wenn dieser Wert im Blut angestiegen ist, wenn die Antikörper im Blut angestiegen sind, dann ist dieser Mensch anscheinend immun, so die offizielle Version. Und das wird einfach vorausgesetzt. Man sagt einfach, ja, er hat einen höheren Antikörpertitel, also ist er immun. Es gibt kaum Vergleiche zwischen Geimpften und Ungeimpften und das ist das größte Problem bei der Sache. Nichtsdestotrotz kommen hin und wieder mal doch Leute dazu, Geimpfte und Ungeimpfte zu vergleichen, was in der Welt der Zulassungsbehörden und Impfstoffhersteller schwerer zu finden ist als die Nadel im Heuhaufen. Doch wenn es dann mal zu so einer unabhängigen Auswertung kommt, wie zum Beispiel bei der staatlichen KIKS-Studie, die dann durch die Informatikerin Angela Müller ausgewertet wurde, dann hat man das erstaunliche Ergebnis, dass die geimpften Kinder nicht gesünder sind als die Nicht-Geimpften. Das heißt, die Nicht-Geimpften sind gesünder als die Geimpften. Bereits ihre ersten Auswertungen zeigten, dass Ungeimpfte deutlich weniger von Heuschnupfen, Neurodermitis, Nickelallergien, ADHS, Skoliose, Mittelohrentzündung, Lungenentzündung, der Häufigkeit mancher Infektionen, der Notwendigkeit von Logopädie sowie dem Tragen einer Brille betroffen waren. Und schon hier sehen wir, dass es sich wohl um eine Pseudowissenschaft handelt, wenn schon diese absolute Grundlage für eine medizinische Studie in den Wind geschlagen wird und es schlicht nicht gemacht wird, Geimpfte mit Ungeimpften zu vergleichen. Absolut unglaublich. Das wird auch in dem Film Waxed kritisiert, den viele von euch vielleicht gesehen haben. Dort sagt eben der Produzent dieser impfkritischen Dokumentation, dass CDC, die amerikanische Seuchenbehörde, weigert sich, diese Studie durchzuführen, also Geimpfte mit Ungeimpften zu vergleichen.
Und das, obwohl für jedes Medikament, das es auf dem Markt gibt, genau so eine Studie ausgeführt wurde. Nun, ich muss sagen, es gibt auch andere Medikamente, wo das fraglich ist, aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber er sagt, ja, da gibt es eine Gruppe, die das Medikament nimmt, und dann vergleicht man diese Gruppe, die das Medikament nicht nimmt, mit der, die das Medikament nicht nimmt. Dann erkennt man, ob mehr Nebenwirkungen oder Komplikationen in der Gruppe auftreten, die das Medikament nimmt. Warum verweigert das CDC die geimpft gegenüber nicht geimpft Studie? Wahrscheinlich, weil wir dann erkennen würden, dass die Risiken astronomisch hoch wären. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe für die weltweit explosive Zunahme des Autismus. Um das nochmal mit dem Antikörpertiter zu erläutern, das ist ganz einfach. Man nimmt eine Blutprobe und misst darin einerseits die Gedächtniszellen und andererseits die Antikörper, die gebildet wurden. Und daraus schließt man dann, dass die Leute immun sein müssen gegen eine Krankheit, was auf den folgenden Seiten definitiv noch widerlegt wird. Aber was man eigentlich machen müsste, wäre natürlich die echte Gesundheit, den tatsächlichen Gesundheitszustand der Leute zu messen und dann eine Aussage zu treffen, ob es sich gelohnt hat, jemanden zu impfen oder ob es sich nicht gelohnt hat. Aber okay, bleiben wir neutral und suchen jetzt mal nach dem Beweis und dem Nachweis für die Verbindung zwischen einem hohen Antikörpertiter und der Immunität, die ja durch eine Impfung versprochen wird, die Immunität gegenüber Infektionskrankheiten. Was gibt es hier für Beweise, dass Leute mit hohem Antikörpertiter auch wirklich weniger anfällig sind für Krankheiten? Da hat zum Beispiel Hans Tolzin an das RKI, also die Seuchenbehörde, das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut, die Frage gestellt, ja, wie man das eigentlich beweisen kann. Und dann hat das RKI geantwortet: Weder das RKI noch die STIKO betrachten die Höhe der Antikörperkonzentration als alleiniges Kriterium für eine Immunität und definieren diese auch nicht so. Die für eine langfristige Immunität besonders wichtige zelluläre Immunität, immunologisches Gedächtnis, ist von den nachweisbaren Antikörpertitern nicht abhängig und deshalb dienen Antikörpertiter häufig nur als Surrogatmarker, also Ersatzparameter für die Immunität. Die STIKO empfiehlt zum Beispiel nach Impfung keine routinemäßige Testung auf Antikörper. Bei bestimmten Krankheiten mit langfristig stabilen Antikörpertitern nach Impfung oder Erkrankung kann man allerdings aus dem Nachweis spezifischer Antikörper auf eine erfolgte Infektion mit bestimmten Erregern oder eine erfolgte Impfung schließen und damit indirekt auch auf eine vorliegende Immunität. Nicht nachweisbare oder niedrige Antikörpertiter sind jedoch kein Beweis für eine nicht vorhandene Immunität. Also diese Antwort ist äußerst verwirrend. Einerseits sagt das Robert-Koch-Institut, dass es eben nicht der alleinige Nachweis sein kann für eine Immunität der Antikörpertiter. Und dann sagt es hier doch im vorletzten Satz, dass der Antikörpertiter auf eine Immunität hindeutet und damit gemessen kann, und dass er das damit auch nachweist. Also man redet sich hier eigentlich raus und widerspricht sich eigentlich auch in seiner Argumentation. Man bezeichnet den Antikörpertiter hier als Surrogatmarker, also als Ersatzparameter. Das kann man sich so vorstellen, so wie Rauch auf Feuer hindeutet. Und Rauch beweist eben nicht, dass es irgendwo brennt, sondern Rauch könnte auch nur bedeuten, dass es eben irgendwo Rauch entstanden ist und noch kein Feuer da ist. Das heißt, eigentlich reicht der Antikörpertiter nicht und trotzdem wird er weiter in den Studien gemessen. Und als Hans Tolzien dann konkrete Beweise dafür gefordert hat, dass es eine klare Verbindung zwischen Antikörpertiter und Immunität gibt, da konnte das Robert-Koch-Institut auf keine einzige wissenschaftliche Studie verweisen. Das heißt, die zuständigen Bundesoberbehörden gehen zwar von der Schutzwirkung eines hohen Antikörpertiters aus, können sich aber nicht auf eine entsprechende wissenschaftliche, auf einen entsprechenden wissenschaftlichen Beweis berufen. Und auch hier müssen wir gar nicht lang um den heißen Brei rumreden. Denn im Gegensatz zu Studien, die wirklich eine Verbindung nachweisen zwischen Immunität und Antikörpertiter, gibt es genug Fälle, in denen diese eben widerlegt wurde, die gezeigt haben, dass es da keinen Zusammenhang gibt, dass Leute mit hohem Antikörpertiter sehr wohl auch nicht immun sein können und die Krankheit bekommen. Während einer Massenimpfkampagne gegen Diphtherie in England und Wales wurden 62 von insgesamt 80 erfassten, vorher eindeutig geimpften Diphtheriefällen näher untersucht.
Bei 65 dieser 62 Proben, 40%, wurde ein Antikörper-Titer von 0,1 Maßeinheiten ermittelt, ein Wert, der bis heute als ausreichend für eine Immunität angesehen wird. Bei 5 Patienten betrug der Titer sogar 10 Einheiten, also das Hundertfache und mehr. 7 hatten einen Titer zwischen 1 und 8 Einheiten und 13 zwischen 0,1 und 0,8 Einheiten. Es war kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Schwere der Krankheit und den vorhandenen Antikörpern erkennbar. Ein Großteil der Personen mit hohem Antikörpertiter erkrankte trotzdem an Diphtherie, und das zeigt mir, dass es keine Verbindung gibt zwischen einem hohen Antikörperanteil im Blut und der Immunität gegenüber einer Krankheit. Und solange es wirklich keine Studie gibt, die das 100% beweist, sehe ich auch keinen Grund, meine Meinung dazu ändern. Und muss einfach sagen, wenn es keine Studie gibt, es aber Fälle gibt, wo der Antikörpertiter hoch war und die Leute trotzdem sehr krank geworden sind, dann spricht das dafür, dass es da keine Verbindung gibt. Und jetzt kommt der nächste Hammer, denn man muss ja fair bleiben, es gibt schon ein paar Studien, die Geimpfte mit Ungeimpften vergleichen. Nur das Problem ist hier, die vermeintlich Ungeimpften sind quasi doch geimpft. Ich lese, wie bereits festgestellt, beruht der Wirkungsnachweis bei den meisten Impfstoffen nicht auf vergleichenden Studien, sodass auch keine Placebo-Impfstoffe zum Einsatz kamen. In den wenigen Fällen, in denen vermeintliche Placebos eingesetzt wurden, bestanden sie nicht allein aus wirkungsloser Kochsalzlösung, so wie es eigentlich sein müsste, sondern ihnen wurden aluminiumhaltige Adjuvantien, also Zusatzstoffe, beigemischt, die sich in gleicher Menge auch im Originalimpfstoff befanden. Und wie wir gleich noch sehen werden, sind diese Zusatzstoffe, diese Adjuvantien, höchstwahrscheinlich entscheidend dafür verantwortlich, dass es überhaupt zu einer Immunreaktion kommt und Antikörper gebildet werden, weil sie eben als Fremdstoff, als Giftstoff wahrgenommen werden und deshalb ja das Immunsystem in Fahrt bringen. Und das Placebo, das hier angewendet wird, weil es Zusatzstoffe enthält, ist demnach höchstwahrscheinlich überhaupt kein Placebo, denn es beinhaltet genau den Stoff, der entscheidend zur Wirkung des Impfstoffes beiträgt. Und absurderweise gibt es auch noch Zulassungsstudien, die ältere Impfstoffe mit neueren Impfstoffen vergleichen. Das ist in etwa so, als ob man den Teufel mit dem Beelzebub vergleicht. Beide sind möglicherweise gleich gut. Vergleiche ich den Teufel jedoch mit einem Engel, also mit überhaupt keiner Impfung theoretisch, sieht das Ergebnis jedoch völlig anders aus. Das gilt selbst dann, wenn der neue Impfstoff ein deutlich besseres Sicherheitsprofil aufweist als ein älterer. Ein verurteilter Serienmörder, der nur 10 Opfer auf dem Gewissen hat, mag neben einem Massenmörder wie ein Waisenknabe aussehen, aber er bleibt ein Mörder. Oder möchten Sie mit einem Serienmörder unter einem Dach leben, nur weil es noch schlimmere Täter als ihn gibt? Also in anderen Worten, nur weil ein Impfstoff etwas besser ist als ein anderer Impfstoff, könnte es eben sein, dass überhaupt kein Impfstoff nochmal viel besser ist. Nur das probiert man eben zu umschiffen, indem man gar nicht mehr Geimpfte mit Ungeimpften vergleicht, sondern einfach zwei Impfstoffe miteinander vergleicht und damit von der einfachen Tatsache ablenkt, dass man die Basics der Wissenschaft ignoriert. So sagt Hans Tolzin, einer der bekanntesten Impfexperten, die offizielle Begründung dafür, dass die Impfexperten der Welt konsequent auf ordentliche placebo-kontrollierte Doppelblindstudien verzichten, basiert auf einem Zirkelschluss. Und Zirkelschlüsse sind in der Wissenschaft ein absolutes No-Go, ein Tabu, ein Logikfehler, der sogar von den jungen Besuchern der Augsburger Puppenkiste durchschaut werden könnte. Was meint er mit Zirkelschluss? Ein Zirkelschluss ist sowas wie, wenn zum Beispiel in der Bibel steht, Gott hat die Welt erschaffen und die Bibel ist der Beweis dafür, denn in der Bibel steht ja Gottes Wort. So sagen die Impfexperten dann zum Beispiel bei dem Antikörpertiter, der Antikörpertiter weiß die Wirksamkeit der Impfungen nach und deshalb müssen wir gar keinen Beweis mehr erbringen, dass Impfungen überhaupt wirksam sind, denn der Beweis ist der Antikörpertiter. Es gibt aber noch genug andere Zitate von renommierten Forschern. So sagt zum Beispiel Tom Jefferson, Epidemiologe bei der Cochrane Database Collaboration, die meisten der Studien weisen schwerwiegende Fehler auf. Schrott ist in diesem Zusammenhang zwar kein wissenschaftlicher Begriff, aber er trifft den Nagel auf den Kopf. Klar, wenn man Geimpfte nicht mit Ungeimpften vergleicht, dann produziert man wirklich Schrott und scheint vielleicht etwas zu verstecken.
Dann sagt jemand von der FDA, ein ehemaliger Virologe bei der FDA, also der Zulassungsbehörde in den USA, es gibt keinen Beweis dafür, dass die bis jetzt vorhandene Grippeimpfung effektiv vor einem Influenza-Angriff schützt oder ihn mildert. Die Impfstoffhersteller wissen, dass sie wertlos ist, aber sie verkaufen sie trotzdem weiterhin. Natürlich muss auch noch erwähnt werden, dass diverse andere wissenschaftliche Standards auch nicht eingehalten werden, sei es jetzt die vergleichbare Testgruppe, ausreichende Studiengröße und Laufzeit, Transparenz bei Studiendesign und Daten oder Herstellerunabhängigkeit. Das heißt, wir stellen fest, es gibt keine einzige Studie, die wirklich klar und deutlich nachweist, dass Impfungen Leute gegen Krankheiten immunisieren. Und wenn da schon der Standard nicht eingehalten wird, dass man die Geimpften mit den Ungeimpften vergleicht, dann mag man sich auch über die anderen ja extremen Fehler in diesen Studien nicht wundern. Und es gibt auch viele Skandale, die in den Medien aber nicht groß aufgebauscht werden. Zum Beispiel hier kam einfach mal raus, dass die klinischen Tests von Mercks Mumps-Impfstoff gefälscht waren. Merck und Co., einer der größten Impfstoffhersteller der Welt, hatte im Zusammenhang mit seinem Mumps-Impfstoff falsche Aussagen gemacht und gefälschte klinische Studien vorgelegt. Dieser Schwindel von Seiten Mercks lief spätestens 10 Jahre lang und liefe womöglich noch weiter, wären da nicht zwei Whistleblower aus dem Firmenlabor, die 2012 Anzeige erstatteten. Ihr seht, würden die Mainstream-Medien darüber berichten, wäre das ein riesiger Skandal sicherlich, aber das hat kaum jemand bemerkt und vielleicht ein paar alternative Medien, sonst würde die Sache totgeschwiegen und ist untergegangen. Und wagen wir uns doch auch mal als Laien an dieses biochemische Konstrukt von Antikörper und Erreger ran, denn die offizielle Version sagt, die Schulmedizin sagt, dass der Antikörper, der gebildet wird, immer genau zu dem Erreger gebildet wird, der in den Körper kommt. Und dieser Antikörper passt quasi wie das Schloss zum Schlüssel an den Erreger. Und sobald der gleiche Erreger oder man könnte sogar sagen derselbe Erreger wieder in den Körper kommt, erinnert sich das Immunsystem und produziert genau den entsprechenden Antikörper. Nun, ich muss sagen, das ist jetzt nicht das absolute Killer-Argument, das ich zuerst bringen würde, aber es stellt sich schon die Frage, wie ich vorher gesagt habe, der Erreger, der bei der Impfung in den Körper gespritzt wird, ist ein veränderter Erreger, der die Leute nicht krank macht. Das heißt, er unterscheidet sich doch von dem Erreger, den man dann in der Natur abbekommt. Die Frage ist also, wie können diese Leute sagen, dass der Erreger exakt zum Antikörper passen muss, wenn dann in der Natur doch ein anderer Erreger in unseren Körper kommt? Doch natürlich hat ein echter Impfexperte auf solche Fragen eine passende Antwort. Darin ist dann von sogenannten Kreuzreaktionen die Rede. Der Unterschied zwischen dem Impf- und dem unveränderten Antikörperschlössern sei gerade klein genug, dass die unveränderten Antigenschlüssel auch in die Impfantikörperschlösser passen würden. Das ist eine legitime Hypothese, sie ist jedoch nicht auf Plausibilität überprüfbar, solange wir auf die Überprüfung der klinischen Wirksamkeit der Impfung im Vergleich mit Ungeimpften verzichten. Sie könnte also nichts weiter als eine Ausrede sein. Und eben, diese Kreuzreaktionshypothese wirkt auch in sich selbst widersprüchlich, denn nach Ansicht der Impfexperten können bereits kleinste genetische Veränderungen der Erreger, eben sogenannte Mutationen, dazu führen, dass der Impfstoff nicht mehr wirkt und mit einem neu angepassten Impfstoff nachgeimpft werden muss. Das beste Beispiel sehen wir jedes Jahr, das sind die Grippeimpfstoffe, die uns jedes Jahr neu empfohlen werden, weil sich der Erreger verändert. Nur anscheinend darf man den Erreger dann verändern, wenn man ihn eben für die Impfung verändert. Da ist er dann nicht verändert oder gerade so, dass der Schlüssel eben noch in das Schloss passt. Das heißt, das Ganze wirkt wie ein sehr verkrampft produziertes Konstrukt, das bei genauer Betrachtung ein wenig unschlüssig wirkt. Und es gibt sogar viele konkrete Hinweise, was wirklich auch nochmal schockierend ist, dass diese Erreger alleine eigentlich überhaupt keine Immunreaktion auslösen und die Antikörperproduktion eigentlich von den Zusatzstoffen ausgeht, wie Aluminium,
die hinzugefügt werden. Und diese Erreger haben vielleicht überhaupt keine Wirkung, was auch echt schockiert. Ein Hinweis darauf, dass der Aluminiumzusatz tatsächlich auch alleine, also ohne die Zutat von Impferregern, den Antikörpertitel nach oben jagen kann, wurde bereits 2001 im Fachjournal Vaccine gegeben. Eine Studie mit Mäusen hatte genau dies zum Ergebnis. Die Aluminiumgruppe, also die nur Aluminium bekommen hat, wies sogar höhere Antikörpertiter auf als die eigentliche Impfgruppe. Wenn dies auch bei Menschen der Fall sein sollte, wären alle Studien, die mit Verstärkerstoffen als Placebo arbeiten, nichtig, und da gibt es einige. Und tatsächlich gab es dann mal zu dem Mittel Gardasil, das ja auch schon in den USA für Furore und Skandale gesorgt hat, eine Studie, wo wirklich Geimpfte mit Ungeimpften verglichen wurden, so wie es sein sollte. Und tatsächlich hat dann auch die eine Gruppe, die nicht geimpft wurde, ein echtes Placebo bekommen. Also alles wunderbar. Nur das hilft dann leider nichts, wenn man dann nur den Antikörpertiter misst. Weil in der Tat, bei einem echten Placebo ist es wohl der Fall, dass sich der Antikörpertiter nicht erhöht. Während es natürlich, wenn diese Zusatzstoffe in deinen Körper kommen, zur Produktion von Antikörpern kommt, die sich dann im Blut nachweisen lassen. Es hat aber nichts zu tun mit der eigentlichen Gesundheit der Menschen, die viel wichtiger wäre und die dort nicht gemessen wurde. Also ihr seht, hier wird getrickst ohne Ende, um die Tatsache zu verschleiern, dass es einfach keine valide Studie gibt, die die Wirksamkeit von Impfungen nachweist. Und um das mal zu unterstreichen, kommt jetzt noch hinzu, dass es in der Tat Dutzende Fälle gibt, wo Leute geimpft wurden und danach die Mehrheit der Geimpften krank wurde. Da könnte man jetzt natürlich sagen, das handelt sich da um Einzelfälle. Also hier wurden also Impfungen mal verabreicht, die nicht so gut funktioniert haben. Aber in der Regel sind die Impfungen wirksam und immunisieren. Nur wenn man sich die ganze Sache anguckt, erstens gibt es sowieso nicht solche Außenseiter in der Impfstoffherstellung. Das sind sowieso nur die großen Pharmaunternehmen. Es gibt da keine kleinen Unternehmen, die auch mal einen Impfstoff produzieren und dann einen Fehler machen, weil sie eben pfuschen. Das sind dann meistens Unterunternehmen dieser Pharmaunternehmen. Das heißt, das sind schon anerkannte Impfstoffe, die hier benutzt wurden. Und die haben in zig Fällen nichts genützt. Hier seht ihr zum Beispiel 97% der Kinder beim Mumps-Ausbruch zuvor geimpft. 78% aller an Polio erkrankten Kinder in Pakistan waren vorher gegen die Krankheit geimpft. Also es deutet viel darauf hin, dass die Impfung entweder nicht wirkt oder sogar etwas mit einem erhöhten Krankheitsrisiko zu tun haben, weil 97% ist schon sehr schockierend. Trotz all dieser Fakten führen Impfbefürworter regelmäßig das Argument an, dass ja der allgemeine Rückgang der Seuchen während der letzten etwa 100 Jahre schon Beweis genug für den Nutzen der Impfungen sei. Also sie behaupten, nur weil in die letzten 100 Jahre die Krankheiten zurückgingen, hätte das etwas mit den Impfungen zu tun. Also sie stellen da eine Kausalität her. Nur wir müssen halt einfach schauen, was noch so alles in den letzten 100 Jahren passiert ist. Und da hat sich eben einiges getan an zivilisatorischem Fortschritt. Und wie das Cover eben zeigt, da setzt sich die Impfung einfach drauf als Trittbrettfahrer und behauptet, sie wäre dafür verantwortlich. Und jetzt werden mal ein paar Statistiken gezeigt, die einem deutlich aufzeigen, dass es eben nicht beweisbar ist, dass die Impfungen wirklich kausal mit dem Rückgang der Seuchen zusammenhängen. Hier gilt allerdings der Spruch, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Denn selbst wenn in einer Statistik nach einer Impfung die Krankheitsrate extrem nach unten fällt, sodass man denken könnte, hier wäre ein klarer Zusammenhang zwischen der Impfung und der Abnahme der Krankheit, hätte es da noch andere Möglichkeiten durchaus gegeben, diese Statistik zu beeinflussen. Zum Beispiel, wenn eine Influenza-Impfung eingeführt wird und diese wirksam ist, dann sollte nicht nur die Rate der Influenza-Patienten sinken, sondern gleichzeitig auch die Summe aller Erkältungskrankheiten, zum Beispiel bakterielle Infektion, unabhängig von der Diagnose. Denn die Schulmedizin tut oftmals gerne so, als wären Krankheitssymptombilder so einfach zu unterscheiden, dass man ganz genau sagen könnte, das ist jetzt die Krankheit und das ist die. Aber es ist so, dass sich viele Symptome von Krankheiten sehr ähnlich sind und so man manchmal wirklich eine Krankheit nicht von der anderen unterscheiden kann. So ist es zum Beispiel bei Polio, das hier tatsächlich nach der Impfung offiziell nach der Statistik abgefallen ist. Nur ist es so,
Sobald Polio gefallen ist, nahm Meningitis und Enzephalitis zu, was sich nicht groß von Polio unterscheidet. Das heißt, man hat einfach die Diagnose umgeändert und das Krankheitsbild nahm eigentlich weiter zu oder blieb immer noch relativ hoch. Das heißt, man hat ja einfach nur der Sache einen anderen Namen gegeben und konnte so das Bild verkaufen, dass durch die Impfung Polio abgefallen ist. Dabei handelte es sich nur um etwa dieselbe Krankheit, nur eben mit einem anderen Namen. Das gilt es zu beachten. Nichtsdestotrotz nehmen wir auf den folgenden Seiten an, dass keine Diagnoseverschiebung vorgenommen wurde. Und da ist eben das Entscheidende, der Kurvenverlauf vor Einführung der Impfung, der lässt klar eine Aussage darüber zu, dass er definitiv nichts mit der Impfung zu tun haben kann. Das ist das Allerwichtigste. Also es ist klar, fällt die Erkrankungshäufigkeit vor der Impfung, kann das nicht an der Impfung gelegen haben, weil sie war ja noch nicht da. Aber der Umkehrschluss ist natürlich nicht so einfach zu behaupten, dass der Kurvenverlauf nach Einführung einer Impfung eine klare Aussage zulässt über den Zusammenhang der Impfung mit dem Abfall der Krankheiten. Das ist eben nicht so einfach, weil es gäbe da auch noch eine ganze andere Reihe von Faktoren, die eben neben der Impfung selbst hier den Kurvenverlauf beeinflussen können. Würden wir jetzt wirklich in jeder Statistik sehen, dass die Erkrankungsrate und auch die Todesrate nach der Einführung einer Impfung abfällt oder in fast jeder Statistik, dann könnte man das durchaus als Beweis einführen oder als Beweis anführen, dass diese Impfung etwas mit dem Abfall der Krankheiten zu tun hat. Nur das Problem ist, man sucht verzweifelt nach solchen Statistiken, die das wirklich klar belegen, weil wenn die Erkrankungen schon abfallen, bevor die Impfung eingeführt wurde, dann kann man leider nicht mehr sagen, die Impfung hatte etwas mit dem Abfallen der Krankheiten zu tun, weil die Leute wurden sowieso schon gesünder und so kann man keine klare Aussage treffen über die Wirksamkeit der Impfung. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar Statistiken an. Hier haben wir die Pockentodesfälle im Deutschen Reich. Hier sehen wir, wann die Impfung eingeführt wurde und danach sehen wir, dass die Pockenfälle ja fallen, aber später steigen sie auch und wir sehen, sie sind ja auch davor massiv gefallen. Und wann gab es die meisten Pockentodesfälle? Klar, während dem Krieg. Also das ist hier viel, viel kausaler, dass das Ende des Kriegs auch die Abnahme der Todesfälle verursacht. Und hier kann man nicht ablesen, dass das Reichsimpfgesetz da noch irgendwas damit zu tun hätte. Oder hier haben wir die Pocken in England. Da haben wir hier die Durchimpfungsrate und da die Anzahl der Todesfälle an den Infektionskrankheiten. Und dann sehen wir, die Durchimpfungsrate müsste eigentlich weiter steigen und die Anzahl der Todesfälle entsprechend dann auch weiter nach unten gehen, je mehr die Durchimpfungsrate ansteigt. Aber wir sehen, sowohl die Durchimpfungsrate fällt als auch die Todesfälle. Das heißt, man könnte sogar davon ausgehen, dass, oder man kann es nicht ausschließen, dass der Rückgang der Todesfälle auch etwas mit dem Rückgang der Impfungen hat, was dann bedeuten würde, dass die Impfungen schaden. Also drei Möglichkeiten. Der Rückgang der Todesfälle hatte mit der Impfung nichts zu tun. Die Impfung war also wirkungslos. Auch das wäre kein Grund, sich impfen zu lassen. Die Pockentodesfälle wurden zumindest teilweise durch die Impfung selbst verursacht oder sogar eine Kombination aus 1 und 2. Und hier sehen wir auch einen starken Abfall der Krankheiten. Aber wir sehen hier auch, hier wurden die Impfgesetze verschärft. In dem Fall sind es hier die Todesraten in England und Wales. Und danach ist es angestiegen. Möglicherweise, weil da auch Kriegszeit war, 1871 oder vielleicht gerade auch irgendeine Hungersnot, zumindest sieht man, dass nach der Verschärfung der Impfgesetze die Krankheiten stark angestiegen sind, was aber auch damit zu tun haben könnte, dass mehr geimpft wurde. Und so geht es immer weiter in der Zeitung. Da haben wir hier zum Beispiel die Diphtherie. Dort wurde eine Impfung eingeführt, 1963 in Italien, aber in Italien war das Ganze eben auch schon im Rücklauf und nahm massiv ab. Das heißt, auch hier kann man nicht nachweisen, dass die Impfung wirklich ursächlich war für die Abnahme der Diphtheriekranken. In Italien wurde 1963 eine Pflichtimpfung gegen Diphtherie eingeführt. Die Erkrankungsrate befand sich jedoch bereits vorher im freien Fall. Es hat sogar den Anschein, als würde
sich der Rückgang mit der Impfung eher verflachen. Also vielleicht hat die Impfung den Leuten sogar noch geschadet. Ein Nutzen der Impfeinführung ist aus dieser Statistik nicht zu entnehmen. Und am eindrücklichsten sind wohl die Scharlach-Todesfälle in Deutschland, denn gegen Scharlach wurde nie geimpft. Trotzdem sind die Zahlen massiv nach unten gefallen und wieder haben wir hier einen Zusammenhang mit dem Krieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es massiv bergab mit den Erkrankungen und ich würde sagen, es geht nur bis 84, aber ich würde sagen, heute sind sie, sollten sie fast bei Null sein. Und ihr könnt euch sicher schon denken, was denn eine viel, viel realistischere Erklärung für den Rückgang der Seuchen ist, was es eben noch für zivilisatorische Fortschritte in den letzten 200 Jahren gab. Da kommt natürlich einerseits das Trinkwasser hinzu, das erst ja seit 19. Jahrhundert, vielleicht Mitte 19. Jahrhundert oder zweite Hälfte 19. Jahrhundert wirklich gereinigt wird. Da gibt es hier klare Statistiken, hier zum Beispiel aus Hamburg, wo dann zum ersten Mal hier eine Reinigung des Trinkwassers eingeführt wurde und schon ging es massiv nach unten mit der Kindersterblichkeit und natürlich der Armutsfaktor, denn Leute, die sich nicht mit dem Nötigsten ernähren können, denen muss man nicht mit Impfungen kommen. Die sind allgemein natürlich anfälliger für Infektionskrankheiten, das ist ja ganz offensichtlich. Aber um euch diesen offensichtlichen Fakt trotzdem nochmal zu untermauern, es ist tatsächlich fraglich, das sagt hier ein Professor, ob Infektionskrankheiten durch Impfungen eingedämmt werden können, wenn die betroffenen Bevölkerungsgruppen unterernährt sind. Besonders ernst sind die Probleme im Säuglingsalter, bevor das Kind seine eigenen natürlichen Abwehrmechanismen entwickelt hat. Die Weltgesundheitsorganisation ist zu dem Schluss gekommen, dass die Hälfte bis drei Viertel aller statistisch erfassten Todesfälle bei Säuglingen und Kleinkindern auf das Zusammenfallen von Unterernährung und Infektion zurückzuführen sind. Also Unterernährung ist ein viel, viel größerer Faktor, um unser Immunsystem zu schwächen. Wir müssen erstmal zu Kräften kommen, wir müssen uns gut ernähren und wir brauchen Wasser. Und erst dann kann man überhaupt darüber reden, ob man Leute impft. Stattdessen kommt dann Bill Gates daher und impft diese bettelarmen Menschen. Anscheinend ist diese Erkenntnis noch nicht bei ihm angekommen, dass man, bevor man Impfprogramme startet, vielleicht erstmal darauf achten sollte, dass die Leute sauberes Trinkwasser haben und sich gut ernähren können. Und was es auch noch gab im 20. Jahrhundert, waren Fortschritte in der Wundbehandlung. Und hier noch ein sehr gutes Zitat von jemand, der es weiß, der jahrelang in Afrika gearbeitet hat. Er sagt über Afrika, da fehlt es an dem Nötigsten für das Überleben. Das ist ganz schnell zusammengefasst: sauberes Trinkwasser, genügend Essen und eine Wohnmöglichkeit, die ohne Parasiten ist und im Trockenen. Wir werden das sicher nicht mit Medikamenten verändern und auch nicht mit Impfprogrammen. Jemandem, der kein sauberes Trinkwasser hat, dem kann ich so viele Medikamente, Antibiotika oder sonstiges geben. Der wird nicht gesund, weil er sich ja laufend wieder an dem Trinkwasser infiziert. Das ist wirklich so banal, dass es wirklich fast zum Weinen ist, dass diese Basisbedingungen bei uns kaum zur Kenntnis genommen werden. Und damit bricht schon das erste Stuhlbein dieses Stuhls, sodass der Stuhl jetzt schon umfällt. Die Wirksamkeit wurde bisher nicht nachgewiesen. Bei den meisten Impfstoffen ist nicht ein einziges der 8 Kriterien für eine wissenschaftlich korrekte Zulassungsstudie erfüllt. Bei einigen sind es ein, zwei oder maximal drei davon. Aber wenn dann andere Kriterien nicht zutreffen, machen diese drei auch keinen Sinn. Das heißt im Klartext, dass es keine einzige seriöse Studie gibt, die die Wirksamkeit von Impfungen nachweist. Solange dieser Beweis nicht erbracht ist, hat die Schulmedizin kein Recht, von einer nachgewiesenen Wirksamkeit von Impfungen zu sprechen. Auch der Rückgang der Krankheiten nach Einführung der Impfung ist bei genauerer Betrachtung kein plausibles Argument für die Wirksamkeit. Dass in vielen Fällen ein sehr hoher Prozentsatz geimpfter Personen die Krankheit trotzdem bekommt, legt sogar die Vermutung nahe, dass Impfstoffe gar keine immunisierende Wirkung haben. Da es keine aussagekräftigen Studien gibt, kann dieser Verdacht jedoch weder belegt noch widerlegt werden. Und wie gesagt, wir könnten jetzt eigentlich schon aufhören, weil wenn eine Impfung nicht wirkt, gibt es keinen Grund, sich impfen zu lassen. Aber wir machen dennoch weiter, um weitere, ja, ich kann es jetzt schon vorwegnehmen, Nachteile des Impfens aufzuzeigen. Da hätten wir jetzt als zweites Stuhlbein die Sicherheit. Ich lese wieder die drei Teile dieses Satzes vor.
Wenn die Krankheit aufgrund ihrer Häufigkeit und ihres schweren Verlaufs eine relevante Bedrohung darstellt, die eine Gegenmaßnahme rechtfertigt, und die Wirksamkeit der Impfung nachgewiesen wurde, was sie nicht wurde, dann muss das Risiko von Nebenwirkungen deutlich geringer sein als die Wirksamkeit der Impfung. Nun, die Wirksamkeit wurde nicht nachgewiesen, aber nehmen wir einfach mal an, diese Impfung wäre doch wirksam. Dann gibt es natürlich noch die Nebenwirkungen. Gut, viele sagen, man kann Hauptwirkung und Nebenwirkung gar nicht so unterscheiden. Aber bei Hauptwirkung sage ich jetzt, das ist das, was man primär von der Impfung erwartet. Das heißt, man will resistent sein, man will immun sein gegen eine Krankheit und diese Krankheit nicht mehr bekommen. Aber nehmen wir jetzt an, das würde klappen, man würde immun werden und diese Krankheit nicht mehr bekommen. Zum Beispiel, man würde die Grippe nicht mehr bekommen oder man würde Polio oder Masern nicht mehr bekommen. Das bringt einem natürlich nichts, wenn man jetzt zum Beispiel von der Impfung Krebs bekommt als Nebenwirkung. Also man muss darauf achten, was einem noch so blühen kann bei einer Impfung. Und auch hier ist wieder die Studie entscheidend. Das habe ich bisher noch nicht angesprochen. Denn eine Studie muss genügend große Testpersonen aufweisen, um eine vernünftige Aussage über Nebenwirkungen treffen zu können. Denn logischerweise wird jetzt nicht jeder Einzelne, der geimpft wird, diese Nebenwirkungen bekommen, sondern es könnte ja schon jeder Hundertste sein oder jeder Fünfzigste, der mit diesen Nebenwirkungen zu kämpfen hat, was auch ein enormes Risiko darstellen würde und dann selbst bei einer Impfung, die wirkt, die Frage aufwerfen würde, lohnt es sich denn wirklich zu impfen, wenn die Chance 1 zu 100 ist oder 1 zu 200, dass ich vielleicht ja Autismus bekomme oder dass ich sonst irgendwie krank werde. Und wir sehen hier, dass hier einfach die Studien meistens viel zu klein sind von den Impfungen. Erstmal muss gesagt werden, dass zum Beispiel selbst bei einer Studie, die 20.000 Probanden aufweist, theoretisch können darin nicht mit notwendiger Sicherheit erfasst werden, Fälle, die mit einer Häufigkeit von 1 zu 3.000 auftreten. Das heißt, theoretisch, selbst bei 20.000 könnten diese Fälle untergehen, dass jeder 3.000. zum Beispiel eben Krebs oder sonst was bekommt. Und würde jetzt zum Beispiel bei Impfung eine Nebenwirkung nur in der Rate 1 zu 5.000 auftreten, wäre das überhaupt gar nicht sicher, dass bei der 20.000er-Studie diese Nebenwirkung überhaupt bemerkt werden würde. Und selbst da würde das bedeuten, bei 600.000 Geimpften im Jahr 120 Todesfälle, wenn jetzt die Nebenwirkung zum Beispiel ein Todesfall wäre. Und die würde selbst bei 20.000 untergehen, diese Todesfälle. Und wir hätten dann eben pro Jahr 120 Todesfälle. Auch daraus könnte man schon einen riesigen Skandal machen, wenn es denn so wäre. Also man sollte eigentlich erwarten, dass die Zulassungsstudien wirklich über 20.000 Probanden haben und vielleicht sogar das Doppelte. Und da wird man wieder bitter, bitter enttäuscht, denn die Zulassungsstudien für Impfstoffe sind in der Regel viel, viel kleiner als die 20.000 Personen. Beispielsweise sind von den 13 in Deutschland verfügbaren Impfstoffen mit Diphtheriekomponente bei 8 Impfstoffen die Anzahl der Testpersonen in den Zulassungsstudien angegeben. Von diesen 8 Impfstoffen wurden laut Fachinformation 5 an weniger als 1000 Versuchspersonen getestet. Zwei Impfstoffe immerhin mit 2000 oder weniger und ein Impfstoff dann mit nahe an 5000. Bei einer Zulassungsstudie mit 1000 Versuchspersonen könnte es rein theoretisch sein, dass eines unter etwa 150 Kindern an der Impfung stirbt, ohne dass dies zwangsläufig in der Zulassungsstudie in Erscheinung tritt. Und dann wären wir schon bei den tausenden Toten jedes Jahr durch Impfungen. Und das würde in der Zulassungsstudie nicht wahrgenommen werden. Und der andere essentielle Faktor für Nebenwirkungen ist natürlich die Laufzeit der Studie. Und wir sehen hier, bei den zugelassenen Impfstoffen betrug die Laufzeit der Zulassungsstudie nur wenige Wochen. Und so kommt man natürlich nicht dahinter, was für wirkliche Langzeitschäden diese Impfungen haben, wobei das ein ganz entscheidender Faktor sein könnte. Und das hat man auch schon rausgefunden, nämlich zum Beispiel ein Team um den Neurowissenschaftler Chris Shaw in Vancouver, Kanada, beobachtete Mäuse, die Aluminiumhydroxid in der gleichen Konzentration verabreicht bekommen hatten, wie sie in Impfstoffen üblich sind. Und er beobachtete diese Mäuse über einen längeren Zeitraum. Und erst nach 20 Wochen, also als die Laufzeit einer normalen Impfstoffstudie schon längst vorbei war bei Menschen,
entwickelten die Versuchsmäuse Symptome der Parkinson-Krankheit, der amyotrophen Lateralsklerose und Alzheimer. In bestimmten Gehirnregionen waren bis zu 35% der Gehirnzellen abgestorben. Und dafür waren die Impfexperten ja schon lange, dass die langzeitlichen Nebenwirkungen dieser Impfung vor allem neurologisch sind, eben so Sachen wie Parkinson, wie vor allem Autismus oder auch eben Epilepsie, Lähmungen und solche Geschichten. Das heißt, dass diese Stoffe, vor allem die Zusatzstoffe, vor allem das Gehirn angreifen und einen dann langfristiger weniger leistungsfähig mental machen oder sogar zu Autismus führen oder einen lähmen. Und wenn man das eben nicht langfristig beobachtet, wie es kaum eine Impfstoffstudie macht, also kaum eine Impfstoffstudie geht über ein Jahr, dann ist das natürlich auch weniger gut festzustellen. Und wenn man eben diese Impfstoffstudie nach ein paar Wochen schon wieder abbricht, sieht man die Langzeitnebenwirkungen nicht. Und dann kommen wir mal zu diesen Zusatzstoffen, die sicher von euch viele kennen und die wohl die größte Gefahr für die Geimpften darstellen. Hier haben wir zum Beispiel einen Herr Klaus Hartmann, der selber Prüfer war von diesen Impfstoffen, also ein Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Instituts. Der sollte es eigentlich wissen und der warnt stark vor Thiomersal, einem Zusatzstoff in Impfungen, das Quecksilber enthält. Und immerhin, obwohl Jahrzehnte damit geimpft wurde, wurde Thiomersal jetzt mittlerweile aus den meisten Impfstoffen verbannt. Allerdings nicht aufgrund der inzwischen längst erwiesenen Giftigkeit, sondern angeblich nur, um der wachsenden Besorgnis in der Bevölkerung Rechnung zu tragen. Man gesteht sich also offiziell nicht den Fehler ein in der Pharmaindustrie, nur merkt, okay, die Nebenwirkungen nehmen so überhand, wir müssen da jetzt langsam mal zurückrudern. Aber auch da wird nicht wirklich zurückgerudert, weil in den USA gibt es noch thiomersalhaltige Impfstoffe, die halten wieder Einzug. Und auch hier zum Beispiel Pandemrix, das in Deutschland eingesetzt wurde, enthält das auch. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich, dass es wieder zurückkommen könnte. Und ja, manche Impfstoffe enthalten es auch noch. Ja, was Quecksilber so auslöst, wenn es direkt in den Körper gespritzt wird, darüber gibt hier ein Herr Kneißl Auskunft. Dass Quecksilber für das Gehirn von Säuglingen extrem gefährlich ist, hat man ganz gut gesehen bei einer Studie in Calgary. Da hat man Nervenzellen in eine Petrischale gelegt und dann hat man ein bisschen Quecksilber dazu getan, in einer Dosis, die man so in den Impfungen findet. Und dann hat man gesehen, dass die Nervenzellen sich total zurückziehen und degenerieren. Es ist wie bei einer Schnecke, die mit dem Fühler irgendwo anstößt und dann zurückgeht. Und genau das war der Fall bei diesen Nervenzellen. Jetzt kann man sich vorstellen, ein Kind, das in der Reifungsphase ist, in den ersten 2, 3 Lebensjahren, wo alles aussprossen will, wie dies vom Quecksilber blockiert wird. Und es ist immer interessant zu sehen, wenn sich hier bestimmte politische Maßnahmen gegenseitig vollkommen widersprechen. Hier einerseits die Förderung der Durchimpfung der Bevölkerung, andererseits der Naturschutz wegen angeblich so schlimmen Gasen in der Luft. Allen voran natürlich Kohlendioxid. Aber hier hat die Naturschutzbehörde auch noch etwas anderes vorgeschlagen. Und zwar wurde das auch von der Obama-Regierung vorangetrieben, Quecksilber in der Luft zu vermindern, da es sich laut Umweltbehörde um ein hochtoxisches Gift handelt, das Kindern vor allem in der frühkindlichen Entwicklung schadet. Aber natürlich wird es einem in einem viel höheren Prozentsatz dann in den Körper gespritzt, direkt am Immunsystem vorbei. Aber das wird einem natürlich überhaupt nicht schaden. Also hier schreibt die Umweltbehörde, Quecksilber ist ein starkes Nervengift. Und der Kontakt mit Quecksilber in wichtigen Phasen der Gehirnentwicklung kann zu irreversiblen Defiziten in verbalen Fähigkeiten beitragen, Aufmerksamkeit und motorische Kontrolle beeinträchtigen und den IQ senken. Also sie glauben, wenn dieses Quecksilber durch die Luft in den Mund, dann durch das Verdauungssystem kommt, dann ist es extrem schädlich und wir müssen die Leute davor schützen. Aber wenn wir es in den Körper der Leute spritzen, am Immunsystem vorbei, wo es eben nicht verdaut werden kann oder das Gift abgebaut werden kann, da ist es wunderbar, da stört es keinen. Und das ist das Hauptproblem bei Impfungen. Wir sind jetzt schon beim zweiten Zusatzstoff Aluminium. Da sagen Impfbefürworter, dass Aluminium in den Impfungen in etwa eine vergleichbare Menge darstellt, wie in Säuglingsmilch enthalten ist.
aber die Säuglingsmilch geht durch das Verdauungssystem und das ist der große Unterschied. Also das geschluckte Aluminium wird jedoch nur bis zu etwa 0,25% in den systemischen Kreislauf absorbiert, während das Impfstoff Aluminium zu fast 100% absorbiert wird. 400% mehr kommt in den Körper. Darüber hinaus ist das injizierte Aluminium für die Nieren schwieriger zu neutralisieren und zu beseitigen. Das Impfstoff Aluminium kann daher viel wahrscheinlicher zu neurologischen Schäden führen als das oral eingenommene. Bereits im Jahr 2001 zeigte die Arbeit von Professor Gerardi, dass Nanopartikel des Aluminiumadjuvans, also des Zusatzstoffes, die Lymphknoten erreichen und dann die Blut-Hirn-Schranke durchdringen und sich schließlich im Gehirn sammeln kann, wo sie umfangreiche Nebenwirkungen verursachen können, eben diese neurologischen Krankheiten. Und da gibt es auch noch viel mehr Studien zu, zum Beispiel einen Bericht der Académie Nationale de Médecine. Diese Ergebnisse sind absolutes Mainstream-Wissen und nur im Fall von Impfungen wird das Ganze geflissentlich ignoriert. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel, weil eben vor allem Kinder anfällig sind für diese Impfung. Ich denke, als die meisten Erwachsenen kommen bei so einer Impfung gerade noch mit dem blauen Auge davon. Aber das Problem ist, dass geimpfte Babys eine 23 mal höhere Aluminiumbelastung haben als Erwachsene, zumindest bei diesem Impfstoff. Das heißt, im Vergleich zu ihrem Körpergewicht. Also für Kleinkinder und Babys scheint das Impfrisiko besonders hoch zu sein. Wenn man beispielhaft Twinrix, einen Impfstoff für Erwachsene gegen Hepatitis A und B mit Infanrix Hexa für Säuglinge vergleicht, stellt man fest, dass den Säuglingen eine fast doppelt so hohe Menge Aluminium verabreicht wird als den Erwachsenen. Also die Kinder kriegen eine doppelt so hohe Menge und jetzt müssen wir das noch umrechnen auf das Körpergewicht und dann haben wir gut das 23-fache der Aluminiumdosis, die Kinder bekommen. Und so ließen auch weitere Studien und Beweise nicht auf sich warten, wie zum Beispiel von der University of British Columbia. Die verglichen die Menge an Aluminium in den Impfplänen mehrerer Länder für Kinder mit dem Aufkommen an Autismuserkrankungen. Die meisten Forscher schauten sich dazu die Daten mehrerer Jahre an. Sie fanden eine bemerkenswerte Korrelation. Die Studie zeigt, je mehr Säuglinge durch Impfstoffe mit Aluminium belastet werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Autismus bekommen können. Und sogar ein italienisches Gericht hat anerkannt, dass Quecksilber und Aluminium in Impfstoffen Autismus verursachen und Klägern Recht gegeben, die dann sogar entschädigt werden mussten. Das sind natürlich kleine Lichtblicke, aber das ändert nichts daran, dass Impfungen weiter vorangetrieben werden, dass sie einem in fast jeder Arztpraxis empfohlen werden und dass es in vielen Ländern sogar Impfpflicht gibt. Und auch hier stellt sich die Frage, es gibt eine Autismusexplosion in der Bevölkerung, die wirklich extrem ist. Inzwischen ist es, glaube ich, eins von 68 Kindern, das Autismus bekommt. Und früher waren es gerade mal, noch 1975, wo auch schon geimpft wurde, eins von 5000. Und da stellt sich die Frage, hat diese Autismusexplosion etwas mit den Impfungen zu tun? Eigentlich muss man ja nur eins und eins zusammenzählen, wenn Studien beweisen, dass Autismus und Alzheimer mit Aluminium zusammenhängen. Aluminium ist in den Impfstoffen. Dem müsste man also viel mehr nachgehen. Aber da wehrt sich einerseits die Politik, andererseits die Pharmaindustrie. Nun, das, was die Studien aufgrund ihrer offensichtlichen wissenschaftlichen Mängel nicht erreichen, also die Langzeitwirkung bzw. die Langzeitnebenwirkung von Impfung zu erforschen, das könnte kompensiert werden durch das Meldesystem in Deutschland. Da kümmert sich das RKI drum, also das Robert-Koch-Institut, zu Impfschäden. Nur das Problem ist hier, es ist ähnlich wie mit der offiziellen Kriminalstatistik. Diese offiziellen Zahlen der Impfschäden haben eigentlich nichts mit den echten Impfschäden zu tun. Da haben wir auch Zitat eines Arztes und der meint, allein in seiner langjährigen Berufserfahrung habe es mehr Zwischenfälle gegeben, als in ganz Deutschland registriert waren. Selbst einen Fall, bei dem zwei Kinder am gleichen Tag mit demselben Impfstoff geimpft wurden und beide danach in ein Koma fielen, aus dem sie bis jetzt nicht erwachten, habe man laut diesem Arzt nicht in die Datenbank aufgenommen. Zudem gab es in keinem der von ihm gemeldeten Fälle eine eingehende Untersuchung durch neutrale Gutachter. Ihr seht, selbst wenn der Arzt davon überzeugt ist, dass es sich um einen Impfschaden handelt, was die meisten Ärzte sowieso nicht sind,
wird der Impfschaden nicht anerkannt und kommt nicht in die Statistik. Das ist wirklich so wie in Deutschland, wo inzwischen immer weniger Verbrechen eigentlich verfolgt werden und deswegen auch die Kriminalstatistik sind, weil die Justiz nicht mehr funktioniert, gibt es auch weniger Verurteilungen und so auch weniger Verbrechen. Und so kann man sich auf die Schulter klopfen, wie es auch eben bei den Impfungen passiert, dass man sagen kann, ja, die Nebenwirkungen sind relativ niedrig. Also, da die Zahl der Nebenwirkungen so niedrig ist, rechtfertigt das natürlich nicht, mit den Impfungen aufzuhören. So die offizielle Version. Und es gibt dann eben Datenbanken, die davon sprechen, dass ja so im Jahr etwa 10 Menschen durch eine bestimmte MMR-Impfung gestorben sind. Aber es wird selbst zugegeben von Stellen wie dem Paul-Ehrlich-Institut und dem Bundesamt für Gesundheit, dass die Melderate zu Impfschäden gerade mal 5 bis 10% ausmacht. Das heißt, das sind die offiziellen Zahlen. Höchstwahrscheinlich liegt sie noch viel niedriger. Und dann, wenn man das mal hochrechnet, dann kommen schon ganz andere Zahlen raus. So ist eben das sogenannte Underreporting ein großes Problem und die mangelhafte Erfassung. Und so kann man nur schwer schätzen, wie viele Leute überhaupt einen Impfschaden bekommen haben. Wahrscheinlich sind es sehr, sehr viel mehr, als offiziell zugegeben wird. Das ist ja meistens so. Und da die meisten Nebenwirkungen, obwohl sie eigentlich Nebenwirkungen sind, gar nicht erst anerkannt werden vom Paul-Ehrlich-Institut, okay, es war das Paul-Ehrlich-Institut, nicht das RKI, Verzeihung, werden Eltern oft für den Impfschaden ihrer Kinder verantwortlich gemacht, aber man sagt ihnen nicht, ihr habt unverantwortlich gehandelt, weil ihr euer Kind geimpft hat, sondern man wirft ihnen vor, sie hätten ihr Kind geschüttelt, denn so ein Schütteltrauma hat ähnliche Symptome wie einen Impfschaden und dann droht man den Eltern sogar oft mit dem Jugendamt und sagt ihnen, sie hätten ihr Kind misshandelt und sie wollten sich nur auf eine Impffolge berufen, um sich damit reinzuwaschen. Und so schiebt man den Impfschaden einfach auf die Eltern ab, die dann teilweise sogar ihr Kind verlieren können. Und wie die Ärzte darauf oft reagieren, dafür zitiere ich nochmal Klaus Hartmann, der eben wirklich beim Paul-Ehrlich-Institut gearbeitet hat. Kommt es zu einer Impfkomplikation, kriegt der Arzt ein ganz schlechtes Gefühl, weil er merkt, er hat die Eltern nicht aufgeklärt. Schon deshalb wird nur ein Bruchteil gemeldet. Das Kind hat Komplikation XY bekommen. Das steht sogar in dem Dokument als Nebenwirkung. Da hätte er drüber aufklären müssen. Also sagt er, hoffentlich merkt es keiner. Ich mache die Augen zu und sage den Eltern, nee, nee, mit der Impfung hat das nichts zu tun. Ich sehe da keinerlei Zusammenhang. Und dann hoffe ich, dass das Ganze an mir vorüberzieht. Solche Ärzte machen natürlich keine Verdachtsfallmeldung beim Paul-Ehrlich-Institut. Neben den Impfungen bei Kindern und Babys zeichnet sich auch die Gebärmutterhalskrebsimpfung durch besondere Schädlichkeit aus und durch große Nebenwirkungsgefahr. Hier wurde zum Beispiel die Impfempfehlung gegen, also HPV, das ist die Abkürzung, humanes Papillomavirus heißt das. Also Gebärmutterhalskrebs. Dort wurde die Impfempfehlung ausgesetzt. Die Regierung hat gesagt, impft nicht mehr damit, weil der Impfstoff Gardasil, der sehr bekannt ist für seine Schädlichkeit, und auch Cervarix extrem gefährlich waren und extrem hohe Nebenwirkungen mit sich gebracht haben. Und deswegen haben die Frauen dort aufgehört, das zu benutzen. Oder in Dänemark, da wurde es immer klarer, dass die Schaden, die Nebenwirkungen immer größer wurden und 53% von 53 untersuchten Mädchen hatten Symptome von Schwindel, 90% litten an chronischen Erschöpfungssyndrom. Und erst als dieses Bewusstsein dann da war, wurden 5 Zentren etabliert, in denen HPV-Impfgeschädigte untersucht werden konnten. Und die Zahl der Nebenwirkungen stieg daraufhin rasant an, weil endlich gab es sowas wie ein Forum für die Leute. Und bald hatte jeder 500., der mal geimpft wurde, hat dort angerufen und gesagt, ja, das hat bei mir auch Nebenwirkungen ausgelöst. Und so weiter. 10% der Geimpften landen in der Notaufnahme. In Mexiko landen 75% von 20.000 Geimpften. Also die Mehrheit landeten in der Notaufnahme wegen einer Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Was auch schockiert, viele erinnern sich sicher an diese Schweinegrippe-Panikmache 2009. Und dort wurde das Medikament Pandemrix gespritzt, um ja, die Leute angeblich zu immunisieren. Doch 2011 kam raus, dass 168 gegen Schweinegrippe geimpfte Schweden und 121 Finnen an Narkolepsie erkrankt sind. Also
Eine Krankheit, bei der man von einer Sekunde auf die andere in den Schlaf fällt. Also wieder auch etwas Neurologisches, etwas, was ja mit dem Gehirn zu tun hat. Und dass zwischen dem Impfstoff Pandemrix und Narkolepsie ein direkter Zusammenhang besteht, das wurde von der finnischen Gesundheitsbehörde bestätigt. Das kam dann auch in der Mainstream-Presse. Aber natürlich wurde kein riesiger Skandal draus gemacht. Das stand nur in einigen Zeitungen und ging dann wieder unter. Und ja, das legt den klaren Verdacht nahe, dass geimpfte kleine Babys wegen eben diesen Zusatzstoffen, wegen dem Aluminium und dem Quecksilber diese extrem unstillbar lauten Schreie stundenlang nicht aufhören können zu schreien, dass es wohl damit zusammenhängt. Und wie der Klaus Hartmann sagt, man vermutet eine Enzephalitis, also eine entzündliche Reaktion auf die Impfstoffe. Das Gehirn schwillt an, weil die Impfstoffe eben die Blut-Hirn-Schranke überwinden und dann werden die Hirnhäute gedehnt. Und da wundert es einen nicht, dass viele Babys dann auch schon nach einer Impfung gestorben sind und die Babys schreien wirklich, als würden sie ums Überleben kämpfen. Und da kann man sich vorstellen, wie man sich als Mutter fühlt, wenn man sein Kind nach Hause bringt, das nicht aufhört zu schreien, das danach möglicherweise sogar eine Behinderung hat oder Einschränkungen in seinen kognitiven Fähigkeiten. Und dann wird einem noch gesagt, nein, das hat nichts mit der Impfung zu tun. Das wurde alles nachgewiesen, dass Impfungen harmlos sind. Das muss wohl ein Schütteltrauma sein. Sie haben Ihr Kind wahrscheinlich misshandelt. Sie sind schuld. Wir müssen also auch beim zweiten Bein feststellen, das ebenfalls umfällt. Die Zulassungsstudien beweisen keine Sicherheit und vieles deutet auf gravierende Impfschäden hin. Wir müssen also zusammenfassend feststellen, dass die Zulassungsstudien in der Regel einfach nicht groß und auch nicht lang genug sind, um eine zuverlässige Aussage über die Sicherheit von Impfstoffen zuzulassen. Das könnte seine Gründe haben, denn viele Fälle zeigen, dass Geimpfte an folgenschweren Nebenwirkungen zu leiden scheinen, die von den Gesundheitsbehörden einfach nicht ausreichend untersucht, geschweige denn anerkannt werden. Und damit beschleunigen wir die Sache jetzt etwas und kommen zum dritten Bein der Notwendigkeit. Auch hier wieder der Satz, wenn die Wirksamkeit einer Impfung gegen eine Krankheit nachgewiesen wurde, was sie nicht wurde, und das Risiko von Nebenwirkungen deutlich geringer ist als deren Wirksamkeit, was es nicht ist, dann muss die Krankheit aufgrund ihrer Häufigkeit und ihres schweren Verlaufs eine relevante Bedrohung darstellen, die eine Gegenmaßnahme rechtfertigt. Nun schauen wir uns doch mal die Krankheit an, die die Leute nachweislich jedes Jahr noch millionenfach bekommen, die Grippe. Es stellt sich doch die Frage, ist es es wert, sich impfen zu lassen, sich diesem Risiko auszusetzen, weil man die Grippe nicht haben will? Weil es ist klar, die meisten Leute, die die Grippe bekommen, sterben nicht an ihr. Sie werden halt mal eine Woche krank. Ist es das wert, sich deshalb impfen zu lassen, sich eine Nadel in den Körper stechen zu lassen? Und eben selbst wenn die Wirkung von Impfungen nachgewiesen worden wäre und auch die Sicherheit von Impfungen, würde sich immer noch die Frage stellen, ist es denn notwendig, wegen diesen paar Tagen da im Winter, wo man mal krank ist, sich wirklich eine Nadel reinstechen zu lassen? Das Problem ist, dass hier einiges an Panikmache stattfindet. Das Robert-Koch-Institut hat zum Beispiel noch 95, 96 von 32 Todesfällen im Jahr gesprochen. Nur es fällt hier auf, dass andere Statistiken überhaupt nicht auf diese Zahlen kommen. Und allgemein ist auch festzuhalten, dass Tode jetzt nicht so monokausal sind. Hier wurde zum Beispiel festgestellt, dass viele der Leute, die da an dieser Grippe gestorben sind, schon sehr alt waren. Das heißt, klar, wenn du alt bist, sowieso diverse Gebrechen hast und dann auch noch krank wirst, dann ist es natürlich klar, dass du dann vielleicht auch stirbst. Aber ist dann die Grippe wirklich der Hauptgrund dafür, dass du stirbst? Oder ist es vielleicht einfach allgemein dein Alter und die Grippe wurde als Todesursache nur hinzugedichtet, damit man seine Statistik etwas nach oben bringen kann und ja, die Leute in Panik versetzen? Und das Robert-Koch-Institut hat dann auch selber zugegeben, dass ihre Zehntausende an Todesfällen nicht etwa genaue Zählungen waren, die auf exakter Wissenschaft basieren, sondern einfach nur Schätzungen. Aber es sei nun mal notwendig, das ungefähr zu schätzen, weil die auf regulärem Weg erfassten Influenza-Todesfälle nur eine Teilmenge der tatsächlichen Influenza-bedingten Todesfälle darstellen. Das heißt, die offiziellen an oder beziehungsweise andere Zahlen, die dem RKI widersprochen haben,
die durften einfach nicht sein oder die waren viel zu niedrig, deswegen musste man das Ganze einfach höher schätzen. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Fälle werde das Influenza-Virus gar nicht als verursachender bzw. mitverursachender Faktor erkannt. Ja, vielleicht ist das gar nicht so falsch, beziehungsweise wenn jemand mit 75 Jahren stirbt oder mit 80, dann sollte das Influenza-Virus nicht die Hauptursache werden. Inzwischen hat das Robert-Koch-Institut aber mit dieser äußerst unseriösen Schätzung aufgehört und das lag vor allem an der Schweinegrippe. Denn laut dem Statistischen Bundesamt wurden während der tödlichen Pandemie, also während der Schweinegrippe in Deutschland im Jahre 2009 nur 29 laborbestätigte Influenza-Todesfälle gezählt und 135 Todesfälle, bei denen Influenza als Ursache vermutet, aber auch nicht per Labortest bestätigt wurde. Und für 2010 gab es ja nur noch 44 Schweinegrippe-Todesfälle. Das heißt, diese Megaseuche war überhaupt keine und man hat sich da ganz schön blamiert. Man mag das Risiko, schwer an Grippe zu erkranken, als gegeben und als gravierend ansehen. Sicher ist jedoch, dass die Risiken bei weitem nicht so gravierend sind, wie sie von den Behörden behauptet werden. Somit sollte man selbst dann seine Impfentscheidung neu überdenken, wenn man die Influenza-Impfung für wirksam und sicher hält. Und nicht nur in Deutschland wird bezüglich der Todesfälle massiv übertrieben. Hier haben wir eine Meldung von der CBC aus Kanada. Dort wird berichtet, dass das kanadische Gesundheitsministerium immer etwa Grippetodesfälle von 2.000 bis 8.000 Opfern im Jahr nennt. Aber die CBC fand heraus, dass eigentlich in Wahrheit nur ein einziger Grippetoter bei den kanadischen Behörden gemeldet wurde und die 2.000 bis 8.000 entpuppten sich als Panikmache. Dann stellt sich auch noch die Frage, selbst wenn eine Impfung schützen würde vor Krankheiten, wenn sie keine Nebenwirkungen hätte, gäbe es vielleicht nicht gescheitere, günstigere, einfachere Methoden, genau dasselbe Ergebnis zu erzielen, nämlich sich vor Krankheiten zu schützen. Und da gibt es natürlich diverse alternative Vorsorgemaßnahmen zu einer Impfung. Zum Beispiel glauben viele, dass Infektionskrankheiten einfach mit Vitamin D-Mangel zusammenhängen. Vitamin D wird eben durch Sonnenschein auf der Haut produziert. Und schon 1981 hatte der britische Wissenschaftler R. Edgar Hope Simpson die Vermutung geäußert, dass es einen saisonalen Auslöser geben müsse oder hatte ihn bereits in der Sonneneinstrahlung oder besser in dem Mangel daran vermutet. Also im Sommer scheint nun mal mehr die Sonne, deswegen werden die Leute weniger krank und im Winter ist nun mal die Sonne nicht so oft zu sehen am Himmel und so kriegen die Leute auch weniger Vitamin D ab und werden so kranker. Und der Vitamin D-Mangel könnte dann von den Ärzten und den Behörden einfach umgetauft werden zu einem schlimmen Virus, das wieder rumgeht und das in den Körper eindringt. Und deswegen müssten wir wieder unsere Antikörperproduktion durch eine Impfung anregen. Also es gibt eben Möglichkeiten, auch im Winter seinen Vitamin D-Spiegel anzuheben und sich so effektiv gegen Krankheiten höchstwahrscheinlich zu schützen. Und bei Gebärmutterhalskrebs vermuten viele einen Zusammenhang mit dem Gebrauch von oralen Verhütungsmitteln, also chemischen Verhütungsmitteln, die dazu beitragen, dass Frauen HPV bekommen. Das heißt, für eine Frau wäre es vielleicht besser, weniger von diesen Verhütungsmitteln zu nehmen oder sie abzusetzen. Und dann würde man auch das Risiko für HPV deutlich verringern. Und es wird auch noch gegen Tetanus geimpft. Obwohl in den letzten 30 Jahren in Deutschland kein einziges Kind an Tetanus gestorben ist, obwohl sehr viele ungeimpft waren und pro Jahr erkranken weniger als 20 Menschen an Tetanus. Jetzt Impfbefürworter könnten natürlich wieder diesen Zirkelschluss machen, dass das ja mit den Impfungen zusammenhängt. Nur wir haben ja gerade schon belegt, dass man das eher ausschließen kann. Das heißt, diese Krankheiten stellen keine relevante Gefahr mehr dar. Und mit den Impfungen hat das höchstwahrscheinlich nichts zu tun. Und dann gibt es auch noch die Theorie, dass Infektionskrankheiten einen biologischen Sinn haben könnten und überhaupt nicht verhindert werden sollten. So spricht ja eine Mutter von ihrer Tochter, die die Masern hatte. Die stand nach 14 Tagen auf. Hosen und Pullis waren um jeweils eine Handbreite zu kurz. Die Schuhe allesamt eine Nummer zu klein. Und sprachlich hatte sie eine ganz neue, differenzierte Gewandtheit und Schlagfertigkeit. Also die Kinder scheinen sich extrem weiterzuentwickeln mit dieser Krankheit und sie sollten eigentlich an dieser Krankheit wachsen und sie nicht umgehen.
So zumindest die Theorie der Leute, die sagen, dass da ein biologischer Sinn dahinter steht. Erfolgreich durchstandene Masern können langfristig gesehen die Lebensqualität deutlich verbessern. Der Preis für den in der Regel lebenslangen Gewinn besteht in einer vorübergehenden Leidenszeit des Patienten, die mit einem erhöhten Pflegeaufwand durch die Angehörigen verbunden ist. Um auch das dritte Stuhlbein in sich zusammenfallen zu lassen, muss festgestellt werden, dass auch die Seltenheit der Krankheiten und alternative Vorsorgemaßnahmen eine Impfung nicht mehr notwendig machen. Gesundheitsbehörden neigen dazu, die Ansteckungs- und Erkrankungsrisiken weit zu übertreiben, um die Impfbereitschaft der Bevölkerung zu erhöhen. In der Regel sind diese behaupteten Risiken jedoch nicht realistisch. Und zudem kann man bestimmten Krankheitsbildern auch mit anderen Mitteln vorbeugen. Dies sollte bei einer Abwägung der vermeintlichen Notwendigkeit einer Impfung berücksichtigt werden. Damit lässt sich final festhalten, die Entscheidung für eine Impfung muss auf drei Kriterien aufbauen, die alle gegeben sein müssen. Wenn nur eines dieser drei Kriterien nicht zutrifft, gibt es keinen Grund, einer Impfung zuzustimmen. Und wie wir gesehen haben, keines der Kriterien trifft zu und damit fällt jedes einzelne Standbein der Befürwortung einer Impfung. Deswegen ist der beste Zeitpunkt für eine Impfung nie. Ja, und da sich diese Impfmedizin inzwischen doch für mich klar als Pseudowissenschaft entpuppt hat, wundert es auch nicht, dass ihre großen Koryphäen und Vordenker sich auch als nicht gerade seriös entpuppen. Also, es ist eigentlich so ein bisschen wie bei den Astronauten bei der Raumfahrt, nur diese Leute hier kann man nicht mehr konfrontieren, weil sie tot sind inzwischen. Und ja, als führende Leute gelten da zum Beispiel Edward Jenner, Robert Koch und Louis Pasteur. Fangen wir mal mit Edward Jenner an. Was der machte, war nichts anderes, als einem kleinen Jungen Pocken einer Kuh zu spritzen. Und der Junge hat das überlebt und Edward Jenner hat einfach behauptet, er ist jetzt erfolgreich gegen Pocken immunisiert. Mit seriöser Wissenschaft hatte das überhaupt nichts zu tun. Und schon bald hat Jenner dann seinen bis dahin gesunden, 10 Monate alten Sohn geimpft, der dann mit einer Gehirnerkrankung reagiert hat und bis zu seinem frühen Tod geistig schwer behindert war. Auch eine hochschwangere Frau, die Jenner impfte, bekam die Impffolgen auf dramatische Weise zu spüren. Sie gebar ein totes Baby, welches mit pockenähnlichen Blasen bedeckt gewesen ist. Um saubere Wissenschaft nach heutigem Maßstab konnte es sich unter den damaligen Umständen nicht handeln. Das Problem ist aber, dass die heutige Wissenschaft und die heutige moderne Medizin mit der gesamten Impfindustrie ihren Glauben an die Pockenimpfung noch heute auf das wackelnde Fundament von 4 Fällen von Jenner stellen, die nie wirklich bewiesen wurden. Auch Robert Koch hat sein vermeintliches Medikament Tuberkulin nur an sich selbst und an seiner Frau getestet. Das hat natürlich gar nichts mit seriösen Studien zu tun, wobei die heutigen Zulassungsstudien, wie wir gesehen haben, haben ja auch nichts damit zu tun. Der Beweis für die Wirksamkeit seiner Impfung war für Louis Pasteur, der 9-jährige Bäckersjunge aus dem Elsass namens Josef Meister, der von einem Jagdhund angefallen und nicht weniger als 14 Mal gebissen wurde. Er kam dann mit seinem Vater zu Pasteur und er verabreichte ihm den Tollwutimpfstoff und der Junge überlebte. Allerdings sagt sogar die New York Times, die sich die Tagebücher von Pasteur angeschaut hat, dass darin keine schlüssigen Resultate vorgewiesen werden konnten, dass der Impfstoff gewirkt hat. Trotzdem, Wikipedia behauptet weiter steif und fest, dass Josef Meister der erste Mensch war, der vollständig gegen Tollwut geimpft wurde. In Wirklichkeit kann aber Pasteurs vermeintliche Entdeckung dieses Tollwutimpfstoffes keiner kritischen Betrachtung standhalten. Zum Beispiel, man weiß gar nicht, ob der Hund, der den Jungen gebissen hat, überhaupt Tollwut hatte, denn das Kadaver konnte ja nicht mehr gefunden worden und kann heute auch nicht mehr verfügbar gemacht werden. Niemand kennt diesen Hund. Und dazu kommt, ja, der Junge wurde zwar gebissen, aber wer von so einem tollwütigen Tier gebissen wird, der überlebt es meistens, nämlich in 90% ohne Behandlung. Das heißt, es könnte eher so gewesen sein, dass der Junge trotz dieses Impfstoffes von Pasteur die Sache überlebt hat und nicht wegen des Impfstoffes. Und was auch noch auffällig ist, ist, dass Pasteur so gehandelt hat, als wäre er dem Jungen
etwas schuldig und nicht der Junge ihm. Also er half ihm mit ordentlich Geld aus, gab ihm einen Job an seinem Institut und dann später nochmal einen Job als Hausmeister. Und nicht nur das, auch zwei Töchter Meisters traten später ebenfalls in den Dienst des Institut Pasteur. Geschah das alles aus reiner Verbundenheit oder gab es einen anderen Grund für diese Gefälligkeiten? Wegen all dem würde ich mich persönlich immer gegen eine Impfung entscheiden. Die Sache ist nur die, ich will auch niemand dazu zwingen, sich nicht impfen zu lassen. Das heißt, wer sich impfen lassen will, wer noch daran glaubt, immer gerne und er soll es gerne freiwillig beim Arzt machen. Das soll nicht mein Problem sein. Ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass es wirklich nicht zu akzeptieren wäre, wenn in Deutschland ein Impfzwang eingeführt werden würde, ganz unabhängig davon, ob Impfen jetzt etwas bringt oder nicht, weil Zwänge gerade durch die Regierung sind allgemein abzulehnen für jeden freiheitlich denkenden Mensch und niemand sollte gezwungen werden, sich verletzen zu lassen, sich einer Körperverletzung preiszugeben, denn selbst wenn es helfen würde, ist der Stich mit einer Nadel immer noch eine Körperverletzung. Und durch eine Zwangsimpfung bekäme, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, der Staat direkten Zugang zu unserem Blutkreislauf. Und unabhängig davon, ob er uns jetzt vergiften würde oder nicht, das ist doch kein angenehmer Gedanke zu wissen, der Staat kann jederzeit mit einer Nadel etwas in dich hineinbringen in deinen Körper, seien es jetzt Nanoroboter oder das, was ihm eben gerade in den Sinn kommt. Denn wir wissen ja, dass der Staat überall, wo er sich einmischt, langfristig für Chaos und große Katastrophen sorgen kann. Und da wollen wir bestimmt nicht die letzte Barriere auch noch einreißen, denn inzwischen ist der Staat ja schon in unserem Wohnzimmer durch die digitale Überwachung, da haben wir auch schon eine Ausgabe gemacht. Aber die nächste Barriere wäre jetzt noch unsere Haut, unsere letzte Schutzzone, die der Staat dadurch überwinden könnte. Es stellt sich also gar nicht die Frage, ob Impfungen, wie sie momentan durchgeführt werden, schädlich sind oder nicht. Bei einer Zwangsimpfung, da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen, kriegt der Staat direkten Zugang zu deinem Körper und das willst du nicht. Aber leider bewegen wir uns auch in Deutschland immer weiter auf eine Impfpflicht zu, denn auch hier wird es für Nicht-Geimpfte immer schwieriger, ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit durchzusetzen. Es wird zwar einerseits betont, dass jeder das Recht auf eine freie Impfentscheidung hat, andererseits muss jeder die Konsequenzen aus dieser Entscheidung tragen. Was das bedeutet, kann man zum Beispiel an den folgenden Beispielen sehen. Wir sehen, hier wird allmählich auch ein Impfzwang den Leuten immer schmackhafter gemacht. Zum Beispiel Kinderärzte nehmen ungeimpfte Kinder nicht mehr als Patienten auf. Kindern wird die Zulassung zum Kindergarten verweigert, weil sie nicht geimpft sind. Nicht geimpfte Kinder werden vom Kindergarten oder Schulbesuch ausgeschlossen, weil andere, selbst geimpfte Kinder, an einer Infektionskrankheit erkrankt sind, gegen die es Impfstoffe gibt. Einer der größten Arbeitgeber im medizinischen Bereich, die Charité in Berlin, hat entschieden, dass keine Mitarbeiter mehr neu eingestellt werden, wenn diese nicht die notwendigen berufsbezogenen Impfungen nachweisen. Eltern wurde das Sorgerecht für ihr Kind bereits vor der Geburt entzogen, weil sie nicht zustimmten, ihr Kind unmittelbar nach der Geburt gegen Hepatitis B impfen zu lassen. Aufgrund einer ausgeheilten Vorerkrankung der Mutter wurde angenommen, dass sich das Kind während der Geburt mit Hepatitis B anstecken könnte. Hier wird also schon ein kleines Kind zwangsgeimpft, bisher nur in Einzelfällen, weil die Mutter Hepatitis B hatte. Aber man sieht schon, der Fall ist schon eingetreten, dass wirklich ein Kind sogar gegen den Willen ihrer Mutter geimpft wurde. Weiter geht es mit nicht gegen Tetanus geimpfte Schüler werden von der Teilnahme an Schulveranstaltungen ausgeschlossen. Schüler erhalten keinen Praktikumsplatz, Auszubildende keinen Ausbildungsplatz und Studenten auch keinen Studienplatz, wenn sie nicht geimpft sind. Dies betrifft vor allem Personen, die im medizinischen oder sozialen Bereich tätig sind, wie zum Beispiel Krankenschwestern, Ärzte und Erzieher. Einem 15-jährigen Jungen wurde nach der Untersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz bescheinigt, dass er wegen Verletzungsgefahr nicht den gewählten Beruf im technischen Bereich ausüben darf, weil er nicht gegen Tetanus geimpft war. Da tetanusverdächtige Verletzungen in jeder Lebenslage und damit auch bei jeder anderen Berufsausübung auftreten können, kommt diese Bescheinigung einem Berufsverbot gleich.
Und selbst Institutionen wie zum Beispiel das Technische Hilfswerk lassen keine Mitarbeiter mehr zum aktiven Dienst zu, wenn sie nicht bestimmte Impfungen nachweisen können. Also man schafft hier in sehr, sehr vielen öffentlichen Bereichen und teilweise auch privaten Bereichen Zwänge, dass die Leute sowieso keine andere Wahl haben, als sich zu impfen. Und somit wird dann die Impfpflicht für die meisten auch nicht mehr so schmerzhaft sein, weil sie sich eh schon geimpft haben und langsam einfach auch an diese Bevormundung gewöhnt haben, dass sie in vielen Bereichen einfach nicht anders können, als sich impfen zu lassen. Und so lässt dann die Impfpflicht in Deutschland wahrscheinlich auch nicht mehr lange auf sich warten. Wer an der Express-Zeitung Interesse hat, der klickt einfach auf den Link unter meinem Video. Und wer mir einen Gefallen tun will, der abonniert sie. Er kann aber auch gerne zum Testen, zum ersten Mal lesen, Einzelausgaben bestellen, wie zum Beispiel diese hier über das Impfen. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, uns haben schon einige Ärzte angeschrieben, die die Zeitung gerne auslegen würden. Selbstverständlich können wir uns da besprechen und die müssen natürlich auch nicht den vollen Preis für die Zeitung zahlen, vielleicht sogar überhaupt nichts zahlen, wenn sie das eben dann in ihrem Wartezimmer auslegen, weil das lohnt sich ja auch für uns und es gibt wirklich schon viele Ärzte, die in der Hinsicht aufgewacht sind und ihre Kunden oder ja ihre Patienten aufklären wollen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke im Voraus für den Kauf der Express-Zeitung und die Abonnements. Bis zum nächsten Video. Trau keine Promi, trau keine Promi. Schalt deinen Fernseher aus und trau keine Promi.